dass ich 57 dann mit den Möbeln anfing, war ein bisschen, ja, ich wollte mich nicht so festlegen, also nur auf die Geräteseite. Als ich dann Leiter der Abteilung war, hat sich das doch mehr oder weniger also konzentriert auf das. Die Möbel habe ich aber immer dann noch nebenbei machen können. Nicht zuletzt, weil Erwin Braun gesagt hat, lass den Ramsdorff Möbel machen, das hilft doch den Radiogeräten. Jetzt wollte ich natürlich da nicht einen Wohnraum oder ein Einzelmöbel oder irgendein Schlafzimmermöbel, sondern es ging mir darum, die Situation 1957 war ja stark beeinflusst durch sozialen Wohnungsbau, relativ kleine Grundrisse, die aber nicht genutzt wurden, zum großen Teil. Die Menschen saßen in der Küche, benutzten das Wohnzimmer allenfalls an Feiertagen und an Wochenenden. Und es ging mir darum, den gesamten, sowieso enger, mehr bewohnbar zu machen. Antwort darauf war ein Systemmöbel. Die Systemmöbel sind ja meistens so, dass sie auch von den Leuten selbst zusammengestellt werden können, dass sie ihre eigenen Architekten werden, nicht? Indem sie also ihre eigene Fantasie oder Dinge selbst bestimmen können, in einem gewissen Rahmen, nicht? Was mich an den IMS, ich habe wenig gesehen, die waren ja nicht sehr verbreitet zu der Zeit. Es hat mich aber sehr beeindruckt. Vor allen Dingen die technoide Auffassung im Möbelsektor. Und auch der Systemgedanke natürlich, aber weg davon, dass man nur an Holz denkt oder nur an Schlafraum denkt, sondern dass man an Materialkombinationen denkt, dass man an Verbindungen denkt und dass man also die technischen Verbindungen auch sichtbar macht. Das Regalsystem entstand im Grunde genommen aus diesem E-Profil, was benutzt wurde für diese Schiebetüren, was den Anstoß, was immer den, was der Alltag gar nicht wollte, weil der sagt, das kauft niemand, man kann da nicht so eine Aluminium. Das war damals also doch, und deshalb war ich so begeistert von dem IMS-Dings, weil das zeigte eben die unterschiedlichen Materialien. Warum soll ich also Metall nicht da, wo es sinnvoll ist, eben anstelle mit derselben Dimension, anstelle der normalen Flügeltür auch eine Schiebetür einzusetzen. Und das hat natürlich die Menschheit zu der Zeit nicht akzeptiert. Ja, man hat kein Metall. Also, Sie müssen sich die Welt vorstellen, wie sie damals aussah, nicht? Also, da gab es Riesenschränke aus poliertem Nussbaum oder wie immer, aber dann also so eine Metallleiste, das war schon befremdend. Also es musste durchgesetzt werden. Da wurde mir immer, ich weiß nicht mehr, welche das waren, also so riesen große, dick gepolsterte Sessel präsentiert, die der Handel also zu der Zeit gerne verkauft hat. Und die Menschheit hat sich ja offensichtlich die in die immer noch soziale Wohnungsbau, in die kleinen Wohnungen hineinzuknäulen. Und so entstand als erstes der Sessel mit den T-Füßen. Für mich eigentlich nur, es war ein leichter Sessel sein, der eben in kleinere Grundrisse auch reinpasst. Und das hat natürlich dem Handel und den Verkäufern, ich sage jetzt noch nicht Marketing, weil das gab es damals in der Mitte nicht gereicht. Da wollte man noch einen größeren Sessel. Und der ist auch nicht so groß geworden wie die übliche, sondern der ist etwas verhaltener groß geworden. Ja? Und vor allen Dingen ist es wie beide, das heißt, das sind das System. Man konnte reinmachen, man konnte den als Einzelsessel benutzen.
Ich habe das ihm gesagt, mit dem Aluminium aus der Pfanne, die mochte niemand. Heute möchte niemand wissen, dass man also auch ohne Möbel leben kann, mit wenigen Dingen. Dass man nicht alles voll glotzen muss, dass man irgendwo bescheiden auftreten sollte, auch in dem, wie man sich umgibt. Und man wird gezwungen sein, sich mit weniger zu umgeben, weil wenn Sie den Wohnungsmarkt ansehen heute, wird der sowas von unbezahlbar, dass nur noch wirklich ganz kluge Grundrisse, und zwar kleinere Grundrisse, überhaupt möglich sein werden. Und da passen die meisten Möbel, die Sie heute in diesen Wohnlandschaftsmagazinen sehen, überhaupt nicht rein. Also gibt es ganz neue Aufgaben, die zu bewältigen sind.